Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play The Forest. Mein Name ist Fogato und weiter geht's. Oh, ich sehe gerade, der Baum ist weg. Interessant. Man kann sich daran erinnern. Gut, die Viecher sind weg. Aber der Baum ist auch weg, auf dem unser Baumhaus gebaut ist. Oder an dem. Naja, jetzt kann ich wenigstens hier durchgucken. Naja, so viel, so bugfrei ist das noch nicht hier in der Alpha 1.2. Und wir werden jetzt erstmal schlafen gehen. Zu Beginn der Aufnahme erstmal schlafen. So, der Tag beginnt und wir werden uns unseren Aufgaben widmen. Was ist denn unsere Aufgabe? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir jetzt erstmal, was ich hier unten habe. Da habe ich auch so. Ach stimmt, da habe ich ja versucht, im Baumhaus was zu planten, ne? Weg. Hier läuft eine Schildkröte durch unser Beet. Was soll das? Verpiss dich da. So. Was hatten wir denn zuletzt vor eigentlich? Ach ja, wir wollten ja Kaninchen fangen, ne? Und unsere Vorräte auffüllen. Jetzt, warte mal, ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen höher machen. So. Sonst stoße ich dann die ganze Zeit mit dem Arm dran. Das hängt ja so ganz schräg von der Seite aus hier dran. So, Mollys habe ich noch. Eine Axt habe ich. Einen Bogen habe ich. Ach genau, Federn. Federn wollte ich doch noch sammeln. 3, 4, 5. So, damit haben wir jetzt auch wieder 5 Pfeile. Und ich könnte eigentlich noch mehr machen. So, damit habe ich 10 Pfeile im Inventar. Damit könnte ich dann auch jagen. Gut, dann fangen wir doch mal an hier. Wo ist denn. Oh, warte mal, erstmal kurz, habe ich noch einen Snack? Ja, habe ich noch. Habe ich denn eigentlich noch was an meinem Dings hier hängen? Ja, habe ich noch. Sehr gut. Ein Lurch. Ein Lurch, den ich noch gefunden habe. Muss mal den Baum hier wegmachen. So. Hier wuchert auch so schnell wieder alles zu, ne? Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, da muss ich nicht so viel suchen, aber. Oh, das ist aber schön. Ja, und da schwebt unser Baumhaus. Der Baum ist weg, ob den kann die Kannibalen wir gemacht haben. Nee, hier ist aber auch nicht mal der Stumpf ist da, ne? Der ist einfach weg, der Baum. Ach, nee, warte mal, wenn, dann ist der Stumpf hier irgendwo. Ne, hier ist kein Stumpf. Hier sollte er eigentlich sein. Genau, hier. Ne, kein Stumpf. Dafür haben wir jetzt ein fliegendes Luftschiff. Baumhaus. So. Ach stimmt, wir wollten ein bisschen weiter raus und wollten Kaninchen fangen. Das hat sich letztes Mal schwierig ergeben, da wir eine Gruppe von Leuten getroffen haben. Aber das kann es ja nicht sein, dass hier keine Tiere rumrennen. Das ist doch scheiße. Can't carry more sticks, alles klar. So. Wir müssen sowieso gleich welche sammeln. Ich muss mir jetzt diesmal merken, wo wir hingehen. Also links. Links den Stein entlang, rechts den Stein neben uns. Ach, da ist diese Höhle, ne? Die wollten wir auch nochmal angucken. Ich weiß noch nicht, ob das unbedingt sinnvoll ist. Can't carry more rocks. So. Sobald ihr irgendwelche Tiere seht, schreit. Wir sind auch keine Lizards, gar nix. Nix. Was ist denn das für eine tote Insel und für ein toter T Inselteil? Das ist doch Schrott. Sticks. Das kann man noch so nicht anbieten hier. Die hässlichen weißen Beeren. Oh, da gab es gerade einen kleinen Leck. Entschuldigung. Was ist das denn hier? Coneflower. Ach, da rennt da schon wieder einer. Ist doch wieder Shit. Das ist doch schon wieder Scheiße. So, hier sind Vögel jede Menge, ne? Irgendwas anderes noch? Nee. Okay, wir werden uns noch mal ganz kurz hier unten umsehen. Irgendwas an Getier hier? Nee, ne? Auch nicht. Vögel, ja, aber sonst Nahrungsmittel. Ich will mich nicht vegetarisch ernähren müssen. Dafür brauchen wir auch Seeds. Läuft schon wieder so ein Affenkopf. Warum sind denn hier auch keine Tiere? Das ist doch scheiße. War ein Vogel, ne? Da ist ein Kaninchen. Guck mal. Da reckt es den.
Okay, wir merken uns. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Unsere Hütte ist da. Warte mal. Merken wir uns mal. Merken wir uns. Was merke ich mir denn jetzt? Wo ist unsere Hütte? Ich sehe sie wieder nicht. Da ist unsere Hütte. So, hier die Lichtung hoch am besten war. Dann werde ich doch das mal einfach mal hier platzieren. Da ist die Trap. Und die drehen wir jetzt noch ein bisschen. Ey! Was macht denn diese Gruppe hier? Wollen die mich jetzt angreifen? Ich weiß nicht, ob die mich angreifen wollen. Ich habe auch keine. Ich mache mal kurz ein bisschen Energiephrasen hier. Greifen die mich an? Probier's mal. Die umzingeln mich, wa? Kann das sein? Da ist einer. Da sind welche. Wo sind die Schwarzen hin? Ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt weiter Sticks sammle. Aber da kommt ja eigentlich dieses Böhm. Ach, die können so cool in den Bäumen springen. Tun die mir was? Ich weiß nicht. Ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Ne? Ich sammle ja eigentlich auch nur Zeug vom Boden. Ne? Ich meine, ein bisschen rumgeklimper ist ja nicht schlimm. Das ist mir ja relativ egal. Aber sobald die mich angreifen, ist das natürlich schwierig. Ich sammle nur Zeug vom Boden. Gut, ich habe Klamotten an. Ich bin wie ihr im Prinzip. Die laufen schon um mich rum, ne? Aber noch kam diese Angriffsmusik nicht. Ich tue euch nichts. Da steht ja einer neben, direkt hinter mir. Nochmal mitnehmen hier. Aua! Oh, schnell weg hier. So eine Scheiße. Wo sind die Wichser? Da hinten? Ich komme den gleich, ich töte gleich alles. Ich schwör's euch. Was mache ich denn da jetzt? Mit dem Bogen auf die losgehen ist auch blöd, ne? Ich nehme einfach ein paar Sticks mit. Kann ich schon mal gleich üben, dass ich auch wieder zurückkomme. Den Weg auch gleich wieder zurückfinde zu unserer Base. Aber hier oben die Falle kannst du echt knicken, ne? Da ist nichts. Ich gehe trotzdem wieder. Ich meine, ich versuche dann. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass man auch Hasen, dass die sich vermehren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sollte vielleicht mal in die Wiki gucken. Aber. Wäre eine Idee. Can't carry more sticks, alles klar. Was war das denn jetzt hier vorne? Achso, das war nur ein Fehler, okay. So, ich bin jetzt also quasi hier entlang gegangen. Da hinten sind die, okay. Ich gehe jetzt einfach wieder ganz normal, als ob ich nichts gesehen hätte hier entlang. Wo bin ich denn rausgekommen? Hier bin ich rausgekommen, ne? Das müsste ja irgendwo hier gewesen sein, oder? Ah, da ist es. Okay. Man sieht es recht früh, zum Glück. Haben die denn noch was fallen lassen? Oder sind die noch hier irgendwo in der direkten Nähe zu mir? Ich meine, ich habe dem Typen eine gegeben, ne? Aber. Ich finde, fehlen mir noch drei. Okay, die lagen doch bestimmt hier irgendwo rum. Hier ein paar Sticks irgendwo noch. Da muss ich nämlich nichts. Ich glaube, die haben nämlich echt was dagegen, wenn ich denen ihre Natur hier zerstöre. Ihr Leben. Ihren Lebensraum. Nicht den will ich haben. Oh, hier liegt schon ein Zahn. Gut, den habe ich erwischt. Und noch ein Stick. Sehr gut. So, und somit werde ich dann hier. Oh, Federn, Federn.
Wo ist die Feder? Egal. So. So, und dann werde ich mal nach etwas Zeit, etwas verstrichener Zeit gucken, ob ich da auch was drin finde. Okay. Wir merken uns den. Ich müsste eigentlich hier so ein Hütchen nebenbauen oder so, ne, dass ich dann eigentlich wieder weiß, wo wir waren. Oder ist das nicht? Das wäre doch sinnvoll eigentlich, ne? Ich könnte auch diese ganze Flora hier, die hier noch wächst, mal mitnehmen. Was ist denn hier noch? Gibt es hier irgendwas Besonderes? Ich meine, ich würde auch gerne in diese Höhle reingehen, die da hinten links von uns ist, aber die kann ich erst besuchen, sobald ich hier mal ein paar Lizards oder so habe. Sprich Rüstung. Aber ich habe doch hier auch ein Kaninchen gesehen, ne? Müsste doch also möglich sein, dass hier ein paar Mal in meine Falle reingehen. Was esst ihr hier? Tote Tiere? Ne. Ach, das sind einfach nur Blätter. Okay. Mal hier noch ein Stick. Ja gut, ich gehe jetzt erstmal zurück. Wir fangen jetzt mal an, wieder ein bisschen uns weiter zu defensen. Durch einen Wall würde ich machen. Oder diese, nee, wir machen diese komischen. Ich meine, die gibt's auch, ne? Diese Sperrdinger da außenrum oder sowas. Gucken wir mal. Ich meine, wir roden ja ganz schön hier, ne? Und das finden die natürlich nicht so geil, wenn ich denen hier alles kaputt mache. Habe ich auch Leaf-Skelette, wenn ich da einfach durchlaufe? Nee, ne? Dann kriege ich keine Leaves. So. Aber wie fange ich da an? Ich holze jetzt hier erstmal kurz alles ab. Ich meine, die größte Bedrohung ist eigentlich durch den Wald, ne? Also die kommen meistens durch den Wald und hier von links. Deswegen, also von der Perspektive her gesehen, links von hier. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was ich dir hier denn habe. Fallen. Okay, die Fallen können wir uns auch nochmal vornehmen. Buildings. Custom Buildings. Ach, guck mal, hier kannst du auch Plattformen machen und eine Hängebrücke und so ein Kram. Das ist gut. Merken wir uns. Ach, guck mal, wie schön hier. Ein Gazebo. Aber wo finde ich denn jetzt? Wo finde ich denn jetzt diese Nazareth? Ist das hier? Nee, das gibt es noch nicht, ne? Boot. Traps. Wo gibt es denn hier diese Barrikaden? Custom Building. Defensive Walls. Das sind die auch nicht, ne? Ach, hier sind die. Ah, okay. Custom Building Defense Spikes. Genau die wollte ich haben. Weil die sind nämlich richtig cool. Die werden nämlich richtig wehtun. Und zwar, wenn ich die. Wo bin ich jetzt hier? Wenn ich hier so hinsetzen, anfangen. So. Kann ich die aber nicht platzieren, sagst du? Warum kann ich die denn nicht platzieren jetzt? Verdammt. Da kann ich. Hier sind so roh. Ah, hier kann ich sie setzen. Okay. Würde ich doch mal hier eben alles wegmachen. So. Dann werde ich auch mal meine handliche Axt auspacken. So. Und dann werden wir mal anfangen. Was sollen wir machen? Was macht er denn immer für komische Bewegungen? Achso, ich muss ja jeden einzelnen Klick selber machen. Ich muss ja, kann er ja nicht gedrückt halten. Das ist nicht möglich bei diesem Spiel. So.